Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Let's Play. Nicht direkt Let's Play, sondern eher so, ich hau einfach mal eine Runde raus, wenn ich Zeit habe. Der Grund, warum ich The Binding of Isaac Rebirth spiele, ist folgender. Ich habe mir eigentlich eine Menge Folgen dazu bei anderen Let's Playern angesehen und dachte mir, oh, das Spiel ist eigentlich gar nicht so toll. Nach vielen weiteren Folgen, die ich mir angesehen habe, dachte ich mir aber dann irgendwann so, ist bestimmt ein geiler Pausenkiller, so wenn du so eine Viertelstunde Zeit hast oder wenn Let's Plays rendern oder sowas, dann ist das bestimmt ein cooler Pausenkiller. Und darum dachte ich mir, okay, gut, dann mache ich es einfach mal und ja, wie ich halt bin, ich nehme halt alles auf, was ich tue. Und darum spielen wir jetzt einfach eine Runde Binding of Isaac. Ich habe schon, oder Isaac. Ich habe schon mal eine Runde aufgenommen, die ist aber kaputt gegangen, deswegen dachte ich mir, okay, nimmst du dich neu auf. Ich habe jetzt hier The Binding of Isaac da in der Ecke, dann habe ich unten drunter meine Webcam, die hoffentlich funktioniert in der Aufnahme. Ich hoffe sehr, weil ich gucke die ganze Zeit rein. Und da habe ich jetzt meine Tools-List. Wir werden also zwischendurch auch mal in die Tools-List schauen, weil ich natürlich neu bin. Ihr werdet hier kein professionelles Gameplay erwarten. Euch wird hier ein Fire One Neron. Mit Isaac spielen wir einfach mal auf normal. Winstreak ist minus 3. Ich weiß nicht, was minus 3 heißt. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall mal mit Isaac spielen. Wer die Vorgeschichte von Isaac nicht kennt, Isaac ist ein, also Isaac ist ja irgendwie bei seiner, mit seiner Mutter ist er ja irgendwie in einem Haus gewesen und eben fröhlich und glücklich und so. Und irgendwann hat die Mutter eine Stimme gehört aus dem Kopf. Und die hat ihm befohlen, ja, Asthma, Isaac darf, ist mutiert zum Teufel irgendwie, weil Isaac ist ja, glaube ich, der Sohn des Teufels oder so, einer von den Teufelssöhnen. Und deswegen hat der Teufel die Stimme des Gottes oder so gesagt, nimm ihn alle Spielsachen weg oder so. Ja, dann beim nächsten Mal hat er dann gesagt, ja, sperr ihn im Raum ein, und beim dritten Mal ist die Mutter dann durchgedreht und hat das Kind umgebracht. Also, da hat der Teufel gesagt, hier, bring mal das Kind um. Sehr gut, also, nicht Teufel, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ist, auf jeden Fall ist das die Vorgeschichte. Oh, da bekommen wir einen kleinen Bloody Friend. Den kenne ich nämlich schon. Headless Baby, Bloody Friend. Wer durch unser Blut läuft, kriegt Schaden. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind sehr langsam gerade momentan. Ich spreng mal hier den Raum weg. Guck, was da ist. Nichts. Schade. Oh nein, jetzt habe ich gesprengt und jetzt bekomme ich hier die Schlüssel nicht. Ja, das ist ja really... Oh. Ah, okay. Gut, das ist ja really uncool. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal da rein. Verstehe diese leeren Räume immer nicht. Ich weiß nicht, was da drin sein soll. Ob ich da was übersehe oder so, aber... Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Oh, okay, wo ist er? Wow. Oh, schon tot. Das ging ja schnell. Ich hoffe sehr, wir bekommen... Einen Schlüssel habe ich noch. Shit. Uns fehlen 2 Goldmünzen für die Bombe. Und dann könnten wir noch, die nächsten Schlüssel sprengen. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Was war denn hier oben noch drin? Oh. Ja. 3. Okay, 3 Schlüssel brauchen wir, ist nicht viel. Und die laufen ja auch durch unser Blut durch, also passiert da nicht viel. Und hallo, kleiner Freund. Na? Super, Bombe! Jawoll! Bombe? So. Jawohl, wir sind irgendwie sehr langsam gerade noch. Okay. Gut, einer weg. Da hinten ist er. Hier sind wir unseren. Isaac ist, habe ich so das Gefühl, ist einem, so gerade die Anfangsperson, hat wirklich wenig Power so. Aua, das war so dumm, warum bin ich da jetzt reingelaufen? Egal. Klack. Au, Alter, wie weit springt das Vieh? What the fuck, das war voll unfair. Ausgewichen. Ich laufe so durch den Raum. Das schadet nicht. Bam. Ich hab, glaube ich, gar nicht getroffen.
So, der ist tot. Oh, da drüben noch mal ein paar Bälle hin. Jawohl. Sehr schön. Da ist der Bossraum, den hätte ich ungern eigentlich momentan. Ich würde lieber... Ich weiß, es sind ein paar Bomben, die könnten wir jetzt alle sprengen, aber... Nah. Wir gehen erst mal hier runter und holen die Schlüssel. Die sind mir wichtiger momentan gerade. Schlüssel. Machen wir mal hier. Klack. Super. Hat man jetzt noch einen abgeschlossenen? Den abgeschlossenen Raum hat man nicht, genau. Da können wir eigentlich schon zum Boss gehen. Hier ist sonst nichts, was wir uns holen können jetzt gerade in der Ebene. Wir sind sehr langsam. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es an Fraps liegt. Ich glaube, der Eisig ist normal so langsam am Anfang. Ist aber auch nicht so schlimm. So, wen bekommen wir denn? Ich hasse Gemini. Gegen den habe ich schon einmal gekämpft. Der ist mega eklig mit seinem scheiß Vieh, was da hinter ihm herrennt die ganze Zeit. Ja, 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 ja. Am besten, wir lassen ihn einfach hinter uns herrennen. Ich glaube, die intelligenteste Idee. Ja, ja, komm ruhig. Hey, Gemini, hör moin. Macht der da oben? Oh, aua, das war nicht geplant so. Ja, 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 verfolgt mich bloß. Komm hier, verfolgt mich. Verfolgt mich, verfolgt mich, verfolgt mich. Okay. Kriegt durch das Blut wahrscheinlich mehr Schaden als durch uns. Aber so ein bisschen das Gefühl. Oh, aufgegangen, aufgegangen, aufgegangen. Wäh, stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Ich treffe ihn gar nicht. Ja, 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 ja. Super, da ist Gemini tot. Jetzt haben wir hier noch seinen kleinen hässlichen... What the fuck, was macht das denn? Wie schnell ist das? Stirb. Aua. Hörst du mal auf damit. Hör auf. Oh, aua. Ich halt, 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 wir leben. Ich stehe hier im Stein, weil ich so langsam bin. Oh mein Gott. Ich krieg keinen Schaden mehr durch Blut, gell? Er kriegt keinen Blutschaden mehr. Schokolade. Stirb doch bitte, stirb doch bitte, stirb doch bitte, stirb, 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 stirb. Nicht von oben. Nee, 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 nee. Alter, stirb! Der soll sterben. Ich werde hier gleich zum Akro-Klaus. Stirb doch. Was für ein hässliches Baby. Das war letztes Mal aber nicht passiert. Alter, halbes Herz. Erstes Level. Oh mein Gott. 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 War das close. Okay, ein Schuss noch. Oh mein Gott, Alter. What the fuck? Damage und Range Up, da brauche ich keine Übersetzung dafür. Das ist super. Und dann gehen wir mal auf ins nächste Level. Whee! Was? Ja, da weint der kleine Isaac wieder. Was ist denn passiert? Ah, Mama! Pff. Ah, Mama! Pff. Ah, Mama! Der Arme. Okay. Also, wir haben eine Spritze im Kopf. Basement 2. Keller ist das, glaube ich. Basement. Wenn mich nicht täusche. Das ist ja fies. Kommen wir gar nicht lang irgendwo. Das ist ja gemein hier. Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir dann hier irgendwie was bekommen. Ich hätte gern Speed, aber ich bin so langsam. Was ist das? Noch nie gesehen. Was ist das? Okay, die gehen schnell tot. Leben, juhu. Okay, da haben wir schon mal eine Sackgasse ausgeschlossen. Das ist sehr schön. Wo geht's denn hier lang? Ah, Würmchen. Okay, erstes Würmchen tot. Zweites Würmchen. Oh, aua, das war dumm von mir. Oh, getötet.
Und stopp, das hole ich mir noch nicht. Das lasse ich mal erstmal noch liegen. Falls man noch ein halbes Herz voll. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss mit Blut arbeiten. Alter, 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 Alter. Alter, Verwalter, Alter. Da, 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 da. Was ist das denn? Lass mal die Schießen kaputt machen. Wow. Stirb, stirb, du schießt, du schießt, du schießt. Okay, sehr schön. Immer erstmal die Schießen kaputt machen. Wow. Wir können theoretisch ein paar Herzen verlieren, hoffen. Vielleicht kriegen wir ein Devil Deer, das wäre cool. Weil dann könnten wir uns noch ein paar Herzen holen. Stirb, stirb, stirb. Oh, Schlüssel, sehr schön. So, können wir mal jetzt Pupu hier kaputt machen. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, Geld, sehr schön. Geld, 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 Geld. Denn Geld regiert die Welt. Und da haben wir die erste Tür schon mal geöffnet. Hier haben wir noch ein bisschen Geld gefunden. Stopp. Beim ersten Run, den ich gemacht habe, bin ich bis Ebene 5 gekommen und hatte Laserstrahl. Das war ziemlich cool. Leider, wie gesagt, kaputt gegangen die Aufnahme, weil ich, und das wusste ich nicht, habe mitten in der Aufnahme auf Fullbild geschalten, weil das startet ja normalerweise in dem Fenstermodus, dann habe ich auf Fullbild geschalten und dabei ist dann die Aufnahme kaputt gegangen. Ja. Muss man nicht vorher wissen, das ist Na, komm. Ja, aber also schon ein paar Charaktere freigeschaltet, so ist es nicht. Was haben wir denn hier? Hapea, Bucket of Lord. Cool. Stopp, Moment. Das heißt, wir können jetzt ein paar Herzen mitnehmen. Das ist sehr schön. Bin ich jetzt fett geworden? Ich glaube, ich bin ziemlich fett geworden. Ja, ich bin fett geworden. Ich bin fett geworden. Ich bin ein fetter Teufel. Gut, dann schwuppst du da. Ich frage mich sowieso, warum die meisten, ich gucke eigentlich nur Honeyball, warum Honeyball die roten Herzen hier aufsammelt. Das muss bestimmt irgendeinen Sinn haben. Sie wird das Spiel besser verstehen als ich, aber ich finde die roten Herzen super. Ich weiß auch nicht warum. Ganz verstanden habe ich noch nicht die weißen und die schwarzen Herzen. Die Solarts habe ich verstanden, dass die zuerst dann weggehen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Rote Kacke? Hit? Ah, Flugmonster kriegen bei Blutspuren keinen Schaden. Hätte man eigentlich denken können. Keine Ahnung. Warum die Kacke rot war. Da war die Kacke wahrscheinlich am Dampfen. Haha, witzig. Oh, okay. Flugmonster kriegen keinen Schaden. Das heißt, die Blutspur hätte gar nichts gebracht. Im Raum davor hat wahrscheinlich noch nichts gebracht. Okay. Das. Oh, oh. Hallo? Stopp, komm her. Wie, 11. Das Herz nehme ich mal noch nicht mit. Mal schauen. Können wir eh nicht mitnehmen. Lololololo. Ich muss gar nicht so oft klicken. Ich klicke aber immer so oft drauf. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Wieder ein Herz. Sag mal hier. Ah. Jetzt werde ich das Herz noch mitnehmen da. Herz. Oh. Sehr schön. Okay, sind am Blut gestorben. Stirbt mich also weniger. Was haben wir hier? Okay, der erste ist tot. Sehr schön. Zweites tot. Und da ist der Bossraum auch. Na, komm her. Oh. Nicht so, Freundchen. Und da haben wir ein Herz, das können wir momentan nicht gebrauchen. Dann gehen wir mal hier runter und schauen mal, dass wir uns eventuell im Raum eine Bombe kaufen oder so, wenn da eine drin ist. Das wäre jetzt sehr schön. Würde gerne ein bisschen sprengen. Da ist schon wieder so eine Pupu. Was bringt die? Ich weiß es nicht. Die kommt immer wieder. Kommt die jetzt wieder? Warte, Moment. Mal testen. Schon wieder da. Hä? Keine Ahnung, was die macht. Ah, hier waren wir schon. Hier in dem Raum waren wir noch nicht, genau. Wir sind so fett.
Ja, machen ziemlich gut Damage eigentlich gerade. Ich hab's jetzt gerade mit dem... Achso. Ah, super, eine Bombe können wir uns kaufen. Das gefällt mir. Da ist nichts mehr. Und was haben wir da? Auch nichts. Wir haben noch 7, die behalte ich mal. So, okay. Dann sind wir ja soweit durch. Und mit der Bombe müssen wir mal schauen, dass wir... Ich verstehe diesen Kackhaufen nicht. Da kam gerade irgendwas raus, aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Okay. Ist ja nicht schlimm, wir kriegen ja eine Bombe wieder, von daher. So. Vielleicht zwischen die Steine packen sollen. Egal. Und dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir vielleicht hier einen Geheimraum haben. Nein, leider nicht. Schade, schade. Egal, dann machen wir es los. Falls wir ein bisschen Herzen verlieren sollten, hier liegt noch eins. Das ist gut. Monstro, den mag ich. Der ist eigentlich recht einfach.